Da unten gibt es sogar noch eine Quest. Das haben ja nur die einen, der Gobi anscheinend nichts dabei zu haben. Von diesen Waffen. Aber der Schütze. Aber der nicht. Ah, oh, da ist jemand versteckt. Gertrude. Tässchen Tee. Psst, seid leise. Ich versuche ja gerade zu faulenzen. Euch kenne ich noch nicht. Gehört ihr zu diesen Söldnern? Gibt es da ein paar Kerle, die was auf die Glocke kriegen sollten? Die grauhaarige Frau spuckt durch ein Loch, an dessen Stelle ein Vorderzahn stecken sollte. Seit Harlan sich selbst als Admiral sieht, treiben seine Eisenflut-Guppies sich in der Stadt rum, als ob sie ihr Eigentum wäre. Sie zwingen andere Mannschaften, Harlan die Treue zu schwören und versprügeln alle, die sich nicht wehren können. Sicher war Freihafen zwar nie, aber zumindest war man hier frei. Sie fährt mit ihrer Zunge über die Lücke zwischen ihren Zähnen. Mistkerle! Tötet 5 Grobiane und 2 Aufseher. Ich versuche hier meine Pause zu genießen, doch mir ist der Fusel ausgegangen. Im Wasser gleich hinter dem Dock habe ich ein wenig Grog versteckt. Ist in einer Kiste ordentlich verzurrt. Tut mir den Gedanken und holt ihn her, ja? Das Tauwerk ist ganz schön verheddert, also müsst ihr vermutlich ein wenig rumprobieren, bevor ihr das rechte Seil erwischt. Ich würde ja selbst gehen. Aber wenn die mich erwischen, zwingen die mich wieder, beim Ausladen ihrer Waffen zu helfen. Benutzt das verhedderte Tauwerk, um an den Seebärengurk zu kommen. Immer schön auf Kurs bleiben. Und da hinten ist auch eine Quest. Oben. Okay, da arbeiten wir uns mal hoch. Ja, der ist wieder ein bisschen stabiler hier. Aber hier unten ist, glaube ich, außer NPCs nichts für mich. Steige ich doch lieber mal nach oben. Kommt man von hier hoch? Ah ja, da hinten ist eine Rampe. Oder eine Treppe? Eine Rampe. Salzwerferin. Wirft die mit Salz. Ja, ich habe was gefunden. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite hier. Na, es ist doch eine Treppe. Okay, da liegen Kanonenkugeln. Komm, tank den mal an hier, den Grobian. Der haut mich. Normal nützt es ja dann schon, wenn man den kurz anschießt. Aber wir sind ja stabil. So, da liegt das. Die raucht auch so, beziehungsweise leuchtet so. Da ist auch irgendwas mit Azerit dran. Diese glitzernde Kanonenkugel ist auffälliger als die anderen. Ihr bemerkt den bekannten Glanz von Azerit auf ihrer Oberfläche. Und zufällig bemerkt ihr in der Nähe eine Kanone, die praktischerweise auf die mit Waffen beladenen Schiffe von Aschenwind und Co. gerichtet sind. Benutzt die Aschenwindkanone, um 6 Vorräte von Aschenwind und Co. zu vernichten. Zum Feuern der Kanone werden Azerit-Kanonenkugeln benötigt. Das heißt, ich muss erstmal hier einsammeln. Und dann die Wache da vorne auch noch ein bisschen beseitigen. Na, das wird sich zeigen, wer hier wem seinen Wanst aufschlitzt.
Könntet aber auch mal so Säbel fallen lassen. Krämpfend. So, eine Kugel. Wie viel brauche ich denn? Ach, jetzt sammeln wir erstmal alles ein, was hier rumliegt. So. Und dann gucken wir mal. Da. Schwupps. 6 Stück, okay. Oh, da hinten. Und habe ich noch Kanonen? Kugeln? Sieht so aus. Und jetzt habe ich keine mehr. Jetzt muss ich erst wieder welche einsammeln. 2 brauche ich noch. Und die da kann ich nicht mitnehmen. Das ist die Starter. Was ist denn hier? Ah. Okay. Das heißt, ich könnte quasi einen Gegner damit ein bisschen schwächen, indem ich einfach das Fass daneben. Aber hier ist keins. Die stehen hier so schön in der Mitte. Das ist natürlich. Habe ich jetzt den angeschossen hier? Den wollte ich gar nicht, den neutralen, den Lastenträger. Meine dritte Fähigkeit. Dieser Pfeil. Das hier. Die ersetzt quasi das, was früher das Alpha-Rudel war. Hat aber, glaube ich, soweit ich weiß, so ziemlich dieselben Eigenschaften. Ach, den muss ich ja auch noch plätten. Das ist dann quasi... Das meinst du, Stachelpfeil? Also, wenn ich den drauf mache, dann steigert sich quasi der Schaden. Das ist quasi wie so ein... Ein... Ups, da steht ja jemand dahinter. Jetzt möchte ich das aber trotzdem. Hä? Während des Kampfes, okay. Aber ich glaube, die ist verbuggt. Das ist quasi wie so ein Debuff oder ein... Oder ein ja, ich hab meinen... Ich steige halt meinen Schaden. So, 2 brauchten wir noch. Ich dachte es gerade. Ach, wie wär's, wenn du auch mal zielst erstmal? Jetzt darfst du noch eine einsammeln. Jetzt aber. Okay, das war oben drüber. Dann nochmal. So. Zerstört lieber diese neuen Waffen, bevor sie in die falschen Hände geraten. Das haben wir gerade gemacht. Ihr habt genug Ressourcen gesammelt, um mit dem Angriff auf Zandala zu beginnen. Das machen wir mal später. Kehrt zu Kommandant Würmband zurück, um mit der 7. Legion zusammenzuarbeiten. Meldet euch bei Harlford Würmband im Moralus. Das ist quasi jetzt die Kriegskampagnenquest. Aber wir sind jetzt hier und da muss der gute Herr etwas warten. So, wie wäre es, wenn wir hier einfach runterhüpfen? Ach, da hinten ist der versteckte Grog. Dann müssen wir auch noch... Ach, jetzt sind natürlich meine Pets. Irgendwo außenrum. Da kommen sie schon. Jetzt war ich in der Kanone und jetzt habe ich hier natürlich wieder meine Interface-Probleme. Okay, also, an diesem Haken hängen einige Dinge. Fässer, ein großer, den machen wir gleich hier weg, ein kleines Schwimmtier und ein großer Angelhaken und irgendwo ist der Grog drin. Jetzt gucken wir mal. Lass mal rausziehen.
Das ist jetzt erstmal der Angelhaken. Jetzt ziehen wir mal das angebissen. Ein aufgebrachter Krabbler. Also, dann müssen wir nochmal ziehen. Und, oh, das ist aber jetzt das Seepferdchen. Das will ich eigentlich auch nicht. Boing. Nochmal. Oh, schon wieder Angelhaken. Eigentlich wäre mir viel lieber, wenn die nachher weg wären. Also nicht wieder sich so dranhängen. Und es dadurch dann immer weniger werden. Und man irgendwann tatsächlich die richtige Kiste hat. Ziehen wir nochmal. Schon wieder. Krieg ich nochmal ein Seepferdchen an den Kopf. Autsch. Jetzt ziehen wir mal ganz schnell, bevor... Ah, eine Kiste. Ich hoffe, das ist die richtige. Zieh, 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 zieh. Oh, das sieht doch gut aus. Seebärengrog. Genau. Jetzt nehmen wir uns die noch. Auditor Dolp. Muss mal gucken, wo der ist. Ich glaube, der war irgendwo. Aha. Keine Ahnung. Schau mal gleich. Die brauchen wir auch. Brauchst gar nicht wegreiten. Oh, eine angesenkte Schatzkarte. Da freue ich mich jetzt gar nicht so, weil für jene, die nach dem Wohlstand meiner Mannschaft trachten, schlage ich ein Spiel vor. Ein Teil meines Goldes liegt am zerklüften Ufern vergraben. Ihr Gestein zieht die Grenze um eines Blaubluts-Land, also eine Mauer, inmitten eines verlassenen Rattennests. Sven Scharfsinn, Kapitän der rechtschaffenen Klingen. Weil das müllt jetzt ein bisschen mein Gepäck voll, aber ich will es auch nicht wegschmeißen, weil mich das zu einem Schatz führt. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Deswegen muss ich jetzt mal in den sauren Apfel beißen. Ich glaube, ich muss aber eh mal bald nahe einen Abstecher nach Corallus machen und mein Gepäck etwas erleichtern. So, wo müssen wir denn noch hin? Ich brauche noch Waffen. Und... Also ein Säbel, ein Pulverhorn und dann brauchen wir noch drei Grobiane und die Aufzeichnungen des Dockmeisters. Wo hat denn der seine Unterkunft? Das können wir mal suchen. Da hinten wartet die Tussi auf ihren Grog. Kriegt sie gleich. Muss erst noch ein bisschen andere Sachen erledigen. Was wollte sie noch? Sie war ja das mit den Grobianen. So, Aufseher. Die Salzwerferin, die will ich eigentlich nicht. Oh, aber der blöde Aufseher kickt mir in meine Pets in ihre Richtung. Das ist mir natürlich nicht so recht. Ja, komm mal zu mir. Ich hab meinen Meister gefunden. In mir? Ah, da hinten ist ein Kreis. Ich denke mal, da wohnt der Dockmeister. Gut bewacht.
Ich überlege gerade, aber ich komme da eh nicht durch, ohne dass ich ihn entdecke. Genau. Hä, wo ist der eine jetzt vorhin verschwunden? Das ist jetzt der, oder? Der ist doch gerade irgendwie... irgendwohin verschwunden. Die waren doch gerade zu dritt. Kunst? Nee, die war jetzt einfach so schnell tot, oder? Ach, jetzt machen wir erstmal den platt. Oder, ach nee, da stand so ein Fass, oder? Und das habe ich mit meinem Streuschuss mit erwischt. Oh, dann haut das aber ganz schön rein. Sollte ich öfter nutzen. Eine Armbrust. Die aber nicht an meine rankommt. Da oben ist der Dockmeister. Hallöchen. Wir wollten dir mal einen Besuch abstatten. Weil wir brauchen ganz dringend deine Unterlagen. Und ich sehe da hinten auch schon unter seinem Zelt eine Kiste leuchten. Zu der doch sicher dieser Schlüssel passt, den ich da gerade gelootet habe. Sehr schön. Die Aufzeichnungen des Dockmeisters. Lesen kann ich sie nicht. Verschwindet gleich im Quest. Im versteckten Quest-Inventar. Ein bisschen umgucken, wie es hier aussieht. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Ein Grobian. Der ist mir zu arg umstellt. Gucken, ob wir noch einen einzelnen rausziehen können. Lass mal da oben, die sind auch zusammen. Da hinten? Nein, das ist so ein Aufseher. Dann nehmen wir doch die da. So. Dann können wir ja der guten... wie hieß sie? Gertrude. Gunst der Lord hat ihre Wünsche erfüllen. Haha, Gertrude spuckt wieder durch ihre Zahnlücke. Ach, hoffentlich nicht auf mich. Das haben sie verdient. Habt ihr meinen Kram besorgt? Ah, da haben wir ihn ja gut gemacht. Sollen wir anstoßen? Ruhige See und eine frische Brise. Danke für die Hilfe, Fremdling. Seht zu, dass euch kein Salz in die Kniehosen kommt. Ich werde es versuchen. So, und jetzt brauchen wir noch den Finn. Der wartet irgendwo da oben. Und da gibt es auch wieder einen den Krechts. Muss ich da hoch oder da rum? Ich glaube hier. Also ein ganz schönes Bollwerk hier. Ich glaube kaum, dass die Piraten es selbst gebaut haben. Wahrscheinlich gab es hier mal irgendwie eine Festung. Hallo Finn. Ahoi. Die gute Nachricht, ich glaube, sie werden uns reinlassen. Die schlechte, streng genommen müssen wir Piraten werden, um reinzukommen. Oh, ich sehe ja nicht aus wie ein Pirat. Du ja schon eher. Lady Catherine ist stur wie ein Walhai. Ohne Beweise wird sie unsere Geschichte nicht glauben. Gute Arbeit. Das ist ein unwiderlegbarer Beweis, dass Priscilla den Piraten Waffen verkauft hat. Und das ist Hochverrat. Was habt ihr gefunden? Wie ich mir schon dachte, die Eisenfluträuber machen mit Aschenwind Geschäfte. War ja klar, gleich und gleich gesellt sich gern und so weiter.
Ja, jetzt haben wir hier eine Harpune. Ich habe jetzt gerade mich gewundert, dass da keine Prozent steht, aber das liegt vielleicht dran. Also ist ein bisschen besser. Aber ich nehme sie mal trotzdem. Und das wäre ein Stab, wenn ich jetzt Nahkampfjäger wäre, aber das bin ich ja nicht. Schwups. Oh, sie ist sogar verbessert. Das ist super. Das freut mich. Das freut mich jetzt sehr. Einst war ein Freihafen für jedermann, offen. Doch nun haben die Eisenfluträuber sich selbst zu den Besitzern erklärt. Sie machen den Ort dicht und schicken alle fort, die nicht zu ihrer Mannschaft gehören. Glücklicherweise suchen sie auch neue Leute. Zieht das an. Denkt nicht darüber nach, woher wir es haben. Wir geben uns als neue Rekruten aus, sammeln im Inneren Informationen und kehren rechtzeitig zum Abendessen nach Boralus zurück. Carsten mag einem mit seiner Art zwar häufig Salz in diese Wunden streuen, aber meine Suppe hat er noch nie versalzen. Okay, haltet den Hut aufsetzen. Setzt den Hut auf. Ohne Hut geht hier keiner als rauer Seebär durch. Zack. Schneidig. Und schon bin ich ein Pirat. Als Freiwillige beim Rekrutierer. Oder eine Piratin. Ja, schicker Hut. Gefällt mir. Okay, wo muss ich mich melden? Da hinten. Und ein Tortolana. Hallo, Rocco. Guten Tag, werter Herr. Oh, grüße, werte Dame. Junge Freundin, ich bin Rocco. Ich handle mit Spezialitäten und exotischen Waren. Ja, ich bekomme einen coolen Hut, genau. Rocco holt ein kleines Holzfass unter seinem Panzer hervor. Dieser Bourbon ist 100 Jahre alt. Das weiß ich, weil ich ihn vor 100 Jahren gekauft habe. Der müsste aber noch älter sein, weil Bourbon muss ja dann liegen, wahrscheinlich bevor er überhaupt verkauft wird. Ein Mann in Freihafen bietet im Tausch dafür eine seltene Schriftrolle. Doch leider lassen sie mich dort nicht hinein. Wie mir scheint, ist der Hafen keineswegs mehr frei. Wenn sie euch hineinlassen, könnt ihr ja vielleicht den Tauschhandel für mich übernehmen. Dafür wäre ich euch etwas schuldig. Na schön, geht schon. Ich war sowieso fertig. Der Mann, nach dem ihr sucht, heißt Karl Jahn. Sein Laden ist im Obergeschoss des Hauses am südlichen Ende der Stadt. Nun werde ich wohl erst einmal mit leeren Händen nach Boralus zurückkehren. Findet mich dort, wenn ihr die Schriftrolle habt. Dann reden wir über eure Bezahlung. Ich weiß nicht, ob ich diesen schicken Hut nachher habe. Also der sieht ja richtig edel aus. Also ich meine jetzt so vom Detail, da sieht man sogar, also hier so die Nähte und so, sieht klasse aus. Das gefällt mir am neuen Add-on, diese Details, die sie jetzt eingearbeitet haben. Jetzt gucken wir mal nach dem Krechts, aber ich glaube, den können wir jetzt gar nicht legen als Pirat, da ist der nämlich dann neutral. Irgendwas war da genau. Da geht das nicht. Ich hatte mir den, glaube ich, dann geholt bei einer Weltquest. Irgendwie gab es den mal als Ziel. Gut. Ei, was wollt ihr? Wir wollen den Eisenfluträubern beitreten. Wir haben unsere eigenen Hüte mitgebracht. tolle Erklärung. Na, ihr habt immer eigene Hüte. Na gut, kommt rein. Meldet euch für die Einweisung. Warum sagt er das so? Was der meint ist, Frischlinge weichklopfen. Autsch. Keine Angst, wir haben andere Pläne. Ich kenne ein Schlupfloch, wo wir ungestört Informationen sammeln können. Gut, dass ich den Finn dabei habe. Der kennt sich wenigstens aus. Gut, und? Wo finde ich das Schlupfloch? Einfach da drüben erstmal, oder? Dann wandern wir doch mal hier rüber. Also der würde mich wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht durchlassen, wenn ich nicht so einen schicken Hut auf hätte. Und hier gibt's... Hey, Frischfleisch. Wieso sieht man das mir an, dass ich Frischfleisch bin? Ich habe wahrscheinlich noch nicht diesen fiesen Blick. Hier gibt's nämlich auch einige Ras, die gar nicht so einfach sind, weil so viele andere drumherum stehen. So, jetzt holen wir uns erstmal einen Flugpunkt. Der ist hier oben.
So. Und hier ist wahrscheinlich das mit dem... mit dem Alolol. Oder ist hier der sichere Ort? Oh, da dampft sogar schon der Hummer auf den Platten. Aber niemand zu Hause? Das finde ich ja super, wie das dampft. Das Essen, das steht nicht einfach nur kalt da, sondern es dampft. Da würde man sich jetzt am liebsten hinsetzen. Aber keine Zeit, keine Zeit. Ich muss die Welt retten. So. Wo muss ich denn hin? Ach, da oben. Das heißt, ich darf jetzt wieder nach oben. Aber das war es doch wert. Ja, kurze Mahlzeit. Einmal Hummer gefrühstückt. Hier hat es auch lauter so Katzen umherstreifender Mäusejäger. So, hier vielleicht. Aha. Die reden nichts miteinander, nee. Dann... Habt ihr Durst? Keine Sorge, Wenrick ist ein guter Kerl. Dem vertraue ich voll und ganz. Wir sollten zuerst mit Carsten und Telia sprechen, bevor wir weitermachen. Finn notiert etwas auf ein Stück Pergament und steckt es in eine kleine Kuriertasche. Das sind alle Beweise, die wir bis jetzt haben, die die Handelskompanie Aschenwind mit den Waffen und den Piraten hier im Freihafen in Verbindung bringt. Gebt sie Rodrigo. Er ist hinter dieser Taverne auf dem Dach. Er züchtet Papageien, die sich wunderbar als Flugboten eignen. Manche sind sogar so groß, dass man darauf reiten kann. Rodrigo ist zwar nicht die allerhellste Leuchte an Deck, aber man kann ihm vertrauen. Holen wir uns unseren Lohn. Was darf sein? Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Wenrick. Ich lebe seit Jahren hier im Freihafen und kratze mir meinen Lebensunterhalt zusammen. Finn war früher eigentlich auch ein... Naja, lassen wir das. Jeder Mann hat seine eigenen Leichen im Keller. Ich kann euch beiden wohl helfen, aber zuerst bekommt ihr ein zünftiges Begrüßungsgeschenk aus Freihafen. Ein ordentliches Getränk. Bestellt euch bei Wenrick ein Getränk und trinkt es. Bis bald. Was gibt's denn Feines? Was kann ich für euch tun? Was darf's denn sein? Bier, Milch und Milch in einem Schädelbecher. Also ich glaube, in der Beta, in der Alpha habe ich Milch im Schädelbecher genommen. Hat eigentlich keine sichtbare Auswirkung gehabt. Ich nehme jetzt mal die Milch. Ja, für euch trinken wir auf bessere Zeiten. Ziegenmilch habe ich bekommen. Na, dann trinken wir doch mal. Trinkt mich. Gut für die Knochen. Nur nicht fürs Holzbein. Gluck, 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 gluck. Das schmiert die Kehle. Er scheint zufrieden zu sein. Was ist denn aus der Frau geworden, von der ihr dauernd faselt? Ihr wisst schon, die mit dem Herbie Ebenholz. Ich kann das nicht sein. Nicht jetzt, Wenrick. Wir haben was zu erledigen. Scheint ihm auch eher unangenehm zu sein, darauf angesprochen zu werden. Es geht doch nichts über ein Getränk mit alten Freunden und neuen. Passt auf euch auf da draußen. Gut, dann überbringen wir erstmal den Brief. Oder schicken ihn ab, weil es ist wichtig, dass der wegkommt. Nicht, dass ich den noch verliere und dann sind die Beweise wieder weg. Könnt ihr diesen Briefteil hier in Moralus zustellen? Ei, ei, Brief ist im Handumdrehen da. Volle Kraft voraus, Schätzchen. Und eine Quest hat er auch. Der sieht ja echt... lustig aus. Sieht so selbst gebastelt aus, die Rüstung. Der hebt gleich selber ab, wie seine Papageien. Einer flog übers Aranest. Ja, natürlich könnt ihr auf den Hübschen fliegen. Das sind ganz liebe Tiere, sie helfen gerne. Seid ihr auch hilfsbereit? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Diese lauten Männer kamen hierher und haben mich bedroht. Mich beeindruckt so etwas nicht, aber meine Hübschen sind vor Angst davongeflogen. Wenn ihr einige meiner Hübschen da draußen seht, bitte füttert sie hiermit. Das ist meine Spezialmischung. Das überzeugt sie sicher, wieder zurückzukommen.